Herzlich willkommen bei Olmeli LP zu einem neuen Part von Wildflowers. Wir gucken mal, dass wir hier fortsetzen. Ich habe den letzten Part einfach mal unterbrochen, weil ich dachte, okay, die Zeit ist ja schon wieder fast um. Wir sind gerade im Wald, weil ich eventuell noch Holz brauche und natürlich Mondblumen. Und ich muss dem Wahrsager ja noch den Tintenfisch geben. Genau, das war es so, was ich vorhatte. Also irgendwas hatte ich doch noch vor hier. Schön Tintenfische geangelt für eben, ich nehme mal an, damit wir unsere Zauber verfassen können, dass das Tintenfischzeug für Tinte ist. Also da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Oh, was macht die denn da? Die sieht ein bisschen gedrückt aus, die kleine Maus. Juliet. Mal gucken. Haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Das ist immer wichtig. Ich möchte immer alles Mögliche einsammeln. Hier können wir nächstes Mal wieder was zum Zerhacken. Juhu, juhu. Na komm, haut drauf. Ach ja. Ich sag's ja immer wieder. Aber das Spiel macht mir Spaß. Es ist irgendwie total goldig. Ui. Kleiner Baum. Ach, ich möchte gerne mal große Bäume hacken. Und nicht immer die armen Kleinen hier. Immer auf die Kleinen. Och, ja. Pilze, Pilze. Noch ein kleiner Baum. Ach, auf geht's. So, das müsste doch dann passen, oder? So, genau. Haben wir noch irgendwas, was wir... aber ich glaube nicht, dass wir den komplett gehackt kriegen, oder? Nee, jetzt ist sie wieder entkräftet, die Gute. Ach. Okay, dann gehen wir jetzt zum Wahrsager, geben dem den Tintenfisch und gut ist. Dann ist die Arme auch schon wieder müde. Sowas auch. Habe ich mit der Katze heute schon geschmust? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Aber wir brauchen dringend Gartenbeete und sowas. Und Geld brauchen wir auch ganz dringend. Also es ist so viel noch zu tun hier drin. Ach je. Das ist schon genial. So, da, bitteschön. Na, schau sich mal einer dieser hübschen Tintenfische an. Gute Arbeit, Luise. Können wir mit den Zauberformeln weitermachen, wenn du dann fertig zu Mittag gegessen hast? Nein, nein. Die sind nicht fürs Mittagessen gedacht. Du musst schön schwarze Tinte herstellen. Und die von Tintenfischen eignet sich am besten. Hab's mir doch gedacht. Ja, das hättest du auch sagen können. Hab ich doch gerade. Jetzt wirst du einen Tisch brauchen. Stell ihn in deinem Heiligtum auf. Also deinem Keller. Willst ja nicht, dass einer deiner halbfertigen Zauberformeln zufällig findet. Nee, das wollen wir nicht. Wenn du deine Tinte hast, brauchst du noch ein paar andere Sachen. Komm dann wieder her und ich gebe sie dir, okay? Wir besorgen uns einen Schreibtisch, okay? Ja, cool. Fein. Was hast du sonst noch zum Erzählen? Hast du dir je überlegt, Hohepriester zu werden? Nie, nie. Prophezeiungen und Gemurmel sind meine Stärken. Nicht so sehr die Führungsrolle. Außerdem ist da der ganze Papierkram. Anführer des Hexenzirkels müssen Papierkram machen? Ja klar, haufenweise. Anführer von allem. Juhu, so, Blaupause für den Schreibtisch. Will noch irgendwer was von mir? Wir müssen mal wieder spenden, würde ich sagen hier. Was haben wir denn? Was können wir mal spenden? Das letzte Mal habe ich Hexenkraut reingemacht. Jetzt würde ich gerne mal... Ich bleibe mal noch beim Blumenkram und mache mal eine Mondblume rein. Oh, das sieht gut aus. Eine Mondblume spenden. Und dann gucken wir mal. Aha, okay, ja. Mein Zauberzeug ist wieder voll. Das ist gut. Dann, ja, Problem ist, wir müssen wieder los. Sonst kommt gleich wieder die Anzeige. Die Zeit ist um. Also laufen wir los. Mit anderen können wir auch ein andermal schwatzen. So, bitte. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen müde bin ich noch. Ah ja, diese komische Erkältung, die schafft mich. Ich wusste es doch schon wieder. Guck, und da ist Oma, hat mich wieder überholt. Ich warte ja drauf, dass sie irgendwann mal mit dem Besen an mir vorbeifliegt und winkt. So, hä, du lahme Ente. So in der Richtung. Ach, nee. Ja, aber das ist schön. Wir können dann Zauberformeln machen. Ja,
Ich hoffe, da kommt bestimmt wieder irgendwas, was uns hier weiterhilft mit unserer Farm oder sonst wie. Es wird spannend. I love it. Dieses, ja. Susu. Okay, wir gehen direkt ins Bett. Dann passiert uns nichts. Dann können wir am nächsten Morgen direkt gucken. Von wegen im Heiligtum den Schreibtisch aufstellen und mal schauen, was wir da noch so brauchen. Donnerstag. Uff, okay. So, als erstes gehen wir wie immer auf. Was hast du hier zu suchen? Natalia, was ist? Was machst du hier? Ich bin neugierig. Guten Morgen, ich hatte eine Inspiration. Oh, wenn die Leute hier Ideen haben, bedeutet das meistens mehr Arbeit für mich. Haha, erwischt. Ich weiß, dass du mit der Farm und deiner Großmutter beschäftigt bist. Aber ich habe mir die alten Blaupausen der Mine angeschaut. Ich glaube, dass Parker sie für dich reparieren könnte. Ach so, der macht das. Dafür braucht es nur neue Stützelemente aus Holz und Steine, um den verschütteten Eingang wieder aufzubauen. Wenn du dazu kommst, sie wieder betretbar zu machen und Eisenerz schürfst, kann ich es für dich einschmelzen. Ja, das klingt super. Das klingt wirklich nützlich. Ich werde mich darum kümmern. Dankeschön. Ach, guck mal, wir haben sogar alles, was wir brauchen. Ja, genial. Wir machen die Mine, wir machen die Mine. Deine Oma war eine der ersten hier, die mich begrüßt hat, als ich eingezogen bin. Sie hat mir frisches Gemüse und eine Suppe gebracht. Da habe ich mich gleich willkommen gefühlt. Ja. Ich bin froh, dass du da bist und dich um sie kümmerst. Ja, das bin ich auch. Das ist ja super. Hey, genial. Der Tag wird gut. Der Tag wird gut. So, aber erstmal wird hier gegossen. Erstmal schön um die Pflänzchen hier kümmern. Ja. So. Und dann haben wir hier einsammeln. Und haben wir denn noch was? Ja, wir haben sogar noch was. Sehr gut. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Okay, das haben wir gemacht. Warte mal kurz. Ah ja, wir wollten den Schreibtisch machen. Genau, das ist immer noch in Arbeit. Das geben wir direkt nachher ab bei Parker. Ja, leider sind die Kartoffeln noch nicht fertig. Ich kann immer noch nicht genug. Ja, Moment. Moment, ich wollte gerade sagen, ich kann ja noch nicht genug Dings. Nee, aber ich will erst Parker das Material geben, bevor ich da jetzt die Beete baue. Und nachher reicht es für Parker wieder nicht. Und die Mine ist mir ehrlich gesagt im Moment mal wichtiger. So, was können wir denn jetzt hier machen? Einen Schreibtisch sollten wir machen, ne? Ja, genau. Der braucht immerhin 10 Holz und 50. Ja, gut, das können wir gerade, glaube ich, machen. Dann bau mal das Ding hier. So rum. Ja, guck mal, das sieht doch da ganz hübsch aus. Ah, fertig. Juhu! Schreibtisch. Was können wir jetzt machen? Sag dem Wahrsager, dass du einen Schreibtisch gebaut hast. Können wir da machen? Tinte. Ah, ja, okay. Ja, gut. Das kommt also auch vorwärts. Super. dann. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 9 Uhr. Okay. Ich würde sagen, gehen wir direkt zu Parker und dann gucken wir mal, was dann noch so kommt. Ach, schön. Ich freue mich. Endlich kommen wir an die Mine ran. Weil es ist halt schwierig, hier die ganze Zeit irgendwas zu machen, wenn du kein Werkzeug verbessern kannst und nix. Und das geht halt alles erst, wenn die Mine da ist. Apropos, Moment, da wollte ich doch noch mal was. Hallo, Francis. Ich habe mal eine Frage. Hey, falls du mal einen niedrigen Blutzuckerspiegel hast, solltest du bei meinem Verlobten in der Bäckerei vorbeischauen. Ah ja, seine Croissants sind einfach himmlisch. Ein wenig zu himmlisch. Aber zum Glück habe ich einen schnellen Stoffwechsel. Ja, da kannst du von Glück sagen. So, ich wollte aber eigentlich mal was wissen. Und zwar, ich habe Perlen. Kann ich die dir verkaufen? Komm, ich brauche 3 Perlen nicht. Du kriegst die jetzt gerade alle 3. Yeah. Gut. Das war's. So haben wir ein bisschen Geld wieder gekriegt. Ist hier eigentlich irgendwas? Nö, er hat nichts über dem Kopf. Sehr gut. Was haben wir hier? Oh, Blumenkohl und Schrimp. Oh, Schrimp. Ja, wenn ich den dritten hätte, könnte ich das machen.
Hast du irgendwas? Nee, momentan nicht. Ich wollte zu Parker. Parker, 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 da lang. Ach Gott, ich bin schon wieder ganz wuschig. Total verwirrt. Aber leider merke ich auch, dass Aufnehmen schon wieder ganz schön aufs Dings schlägt hier. Bin auch froh, wenn es dann wieder rum ist. So, wie läuft's, Parker? Ganz gut, ich komme gerade von einem weiteren Elternabend bei Vanessa. Ich weiß, dass meine Kinder manchmal anstrengend sein können, besonders Finn. Aber ist ihr Verhalten nicht völlig normal für ihr Alter? Heutzutage geht es dann gleich um Impuls, Kontrolle und Aufmerksamkeitsdefizit. Da gebe ich dir auch recht, ja. Einige Menschen neigen dazu, normales kindliches Verhalten zu pathologisieren. Zumindest bei manchen Kindern. Aha, ja. So, da ist sie, die Mine, genau. Ich kann dir das jetzt geben, ne? Ja, kann ich. Bauen. Juhu! Das sollte nur etwa einen Tag dauern. Okay. Ja! Während mit guter Miene ans Minenwerk warte, bis Parker die Mine repariert hat. Es sollte nur einen Tag dauern. Yes, Sir! Endlich! Wir kommen vorwärts, wir kommen vorwärts. Ich bin so happy. Ach ja. So, dann geh du mal schön Mine machen. Ich gucke mal, was hier unten noch so geht. Ach, herrlich. Ist das nicht schön. So, ist hier irgendwer, mit dem man quatschen kann? Ach, du stehst da wieder so rum. Wir bestellten nicht abgeholt. Darf ich dich was fragen, Cameron? Ach, da kam letztens der Cameron her. Ich habe die beiden verwechselt. Was ist mit der Kirche passiert, die früher dort stand, wo jetzt das Zentrum für Bewusstsein ist? Tja, also, ich habe nie wirklich nachgefragt. Ich habe den Eindruck, dass viele Arbeiter die Insel verließen, als die Mine geschlossen wurde. Ohne eine große Gemeinde gab es zu wenige, die Abgaben für ihre Instandhaltung bezahlt haben. Doch das Ungemach der Vergangenheit kann zu neuen Anfängen führen. Davon bin ich überzeugt. Okay. Ja, cool. Na, was machst du hier? Süße, Parker ist schon unterwegs. Der kümmert sich jetzt um die Mine. So. Ich hab nicht genug für Amira. Hab ich hier irgendwie was? Nee. Bruno, kann ich bei dir eigentlich machen? Nee. Ja, hier. Nochmal gucken. Bevor Vanessa hergezogen ist, war meine Helena die Schullehrerin hier. Damals, als die Mine in Betrieb war, gab es noch viel mehr Kinder. Aber Otto wollte mit den Kindern der Minenarbeiter natürlich nichts zu tun haben. Oh nein, er hat immer versucht, Eindruck bei den Kindern der Minenbesitzer zu schinden. Es ist dein Sohn, ne? Ja, gut. So, was haben wir denn hier? Ich will nichts verkaufen. Wir können die Sachen zum Kochen auch sehr gut gebrauchen. Aber ich würde mir gerne noch mal ein paar Würmchen holen. So, 1, 2, 3, 4. Bumm. Danke. Weil die verbrauchen sich immer sehr schnell, die Dinger. Ah, gut. Mietz! Komm, Mietzi! Hallo, Mietz, Mietz! Dich muss ich krabbeln, wenn du schon da bist. Oh ja, komm her, meine Süße. So schön. Du musst meine Miezen ersetzen. Im Moment. So, was haben wir jetzt noch zu tun? Verzauber. Achso, ich muss ja wieder in den Wald. Ja, gut, dann. Okay. Gut, dann gehen wir wieder in den Wald. Wie viel Uhr haben wir? Es ist ja noch relativ früh. Okay, dann gehen wir jetzt in den Wald. Aber ich wollte hier auch mal reinkommen. Violetta mal besuchen. Oh! Ich bestelle monatlich frische Blumen, Violett. Es ist ja nicht so, als wollte ich eine Eilieferung. Es tut mir leid, es ist nur so, dass sich die Fähre mal wieder verspätet. Würde vielleicht nicht passieren, wenn die Fähre besser finanziert wäre. Ausreden. Nichts als Ausreden. Zu spät ist zu spät, sage ich meinen Schülern immer. Oh.
Schlechter Zeitpunkt? Nein. Schon gut. Es ist nur, als mein Vater Bürgermeister war, ist die Fähre immer pünktlich gekommen. Hey, wachsen auf deiner Farm Wildblumen? Vielleicht könnte ich die als Ersatz nehmen. Mehr oder weniger. Was hältst du von Disteln? Sieht gar nicht begeistert aus. Willst du, dass ich einen Strauß aus Disteln mache? Disteln? Wenn du sie nicht willst? Nee, hab ich Nein gesagt? Nee, früher ich mit mir Vanessa vom Leib schaffen kann, umso besser. Okay, was sollen wir machen? Disteln bringen. Ja, komm, ich hab sogar welche. Hier, guck mal. Die Distelaufgabe. Bitteschön. Und? Hast du was für meine Sträuße? Jupp. Keine Sorge, ich habe genau das Richtige, siehst du? Die sind hübsch. Ja, die werden sich gut machen. Manchmal ist es hart, Dekorationen für das Haus zu verkaufen, in dem ich aufgewachsen bin. Kommt das Haus mit dem Amt? Ganz genau. Aber danke dir. Du hast mir den Hintern gerettet. Okay, ja fein. Oh, was kriegen wir jetzt? Vom Strauch zum Strauß. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du 5 Tulpenknollen. Ui! Weißt du, ich mag Blumen nicht mal besonders, aber ich bin meine eigene Chefin. Ich bin gerne zu Hause, wenn mein kleiner Bruder aus der Schule kommt. Das finde ich nett. Wie alt ist der Kleine denn? 16. Aber er lässt sich immer noch gern von mir bekochen. Ja, ja. So, warte mal, was kann ich bei dir eigentlich kaufen? Ich habe noch gar nicht in ihren Laden geguckt, Leute. Blumen. Der wievielte ist denn heute? Ich weiß gar nicht. Haben wir hier überhaupt ein Datum? Wo ich jetzt so drüber nachdenke. Ah, wir holen uns mal so... Ich hole mal hier so 3 von... Ich habe hier schon bezahlt. Ja. Und dann holen wir hier auch mal 3 von. Komm. Dann haben wir ein paar Blümchen zum Anpflanzen. Was kann ich denn bei dir machen? Kann ich was verkaufen? Oh, Folgendes könntest du auch noch verkaufen. Schneeglöckchen, Honig, Ringelblume, Primel, Krokus, Sonnenblume, Tigerlilie, Tulpe und... Was ist das? Na, egal. Also gut, da geht so einiges. Ja, an die Blumen habe ich ja überhaupt nicht... Moment, ich habe die Frau total links liegen lassen. Das kann auch immer nur mir passieren. Das kann auch immer nur mir passieren. Also ich glaube wirklich, ich werde demnächst, also für die nächste Aufnahmerunde, die ich dann mache, wirklich mal die Zeit auf langsam stellen, damit ich hier viel relaxter rumspazieren kann. Dann habe ich auch mehr Zeit, die Leute alle zu besuchen und zu gucken, was sie so brauchen und kann den ganzen Kram einsammeln. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Dann würde mir das nicht so schnell passieren, dass ich hier Leute übersehe und irgendwie gar nicht raff, dass ich da mal reingehen sollte. Oh mein Gott, ey. Aber ist schön. Wir haben wieder was geschafft. Yippie. So. Da ist wieder was. Sehr schön. Oh, Lina ist da. Was denn Linda da? Hoppala, hoppala. So, meine Süße. Na, wie geht's? Ich bin so froh, dass Hazel wieder Gesellschaft hat. In ihrem Alter. Naja, ich habe mir Sorgen gemacht, weil sie alleine lebt. Hm, kann ich verstehen. Alleine ist nicht schön. Kann ich nur bestätigen. Alleine ist wahrlich... Ja, gibt Besseres. So, erstmal Bäumchen hacken. Bäumchen, Bäumchen. Und ab damit. Ja, ja, ja. Wir müssen ja unsere Materialien wieder auffüllen, jetzt wo Parker das Minendings da macht. Wir brauchen ja wieder Holz für die Beete. So. Und wir haben wieder nichts mehr. Ach Gott, ja. Ja, wir sind wieder entkräftet. Was können wir denn mal essen? Wollen wir denn noch was essen? Das ist so die Frage. Wir haben noch 2-mal Champignon-Cremesuppe. Komm. Warte mal. Champignon-Creme oder Risotto? Ach, ich nehme heute ein Risotto. Komm. Ess das Risotto. Oh, und da ist Shelby. Den könnten wir auch mal wieder quatschen. Den sehen wir so selten. Ja, komm. Da kannst du das Ding hier noch zerhacken. Bevor wir dann zu Shelby gehen. Bitte. Nein!
Ach Mann, nee, komm. Dann nicht, ich will jetzt nicht noch was essen. Das ist ja doof. Also wir brauchen echt mehr Essen. Ei, Shelby. Ich weiß, was du dir denken musst. Warum lebt der alte Shelby nur im Wald? Oh, also, er ist wirklich hübsch und zurück. Red nicht so von oben herab, Fräulein. In Wahrheit gibt es hier Reichtümer, die das ungeübte Auge nicht sieht. Du bringst mir alles, was du sammelst, und ich bezahle dich anständig für deine Mühen. Ich helfe dir doch gerne, du musst mich nicht bezahlen. Ah, ich bin ein Einsiedler, kein armer Lump. Ich brauche keine Almosen von niemandem. Meine Knochen mögen zwar alt sein, aber mein Verstand ist so scharf wie ein... Ein Rasiermesser? Unterbrich mich nicht. Die jungen Leute heutzutage, kein Respekt vor dem Alten. Ja gut, was kann ich denn bei dir eigentlich alles bekommen? Habe ich auch noch nicht so richtig geguckt. Fliegenpilze hast du? Diesel? Muscheln? Mhm, okay. Und ich kann dir mein Zeug, was ich sammle, so verkaufen? Ja Leute, ey, wir brauchen wieder Geld. Komm, wir machen das mal. Hier, dann kriegst du mal so 4 davon. Hui, auf zum Shoppen. Wir haben wieder irgendwas vergrößert, okay? Aber erstmal kriegst du hier noch 5 davon. Und, nee, das behalten wir. Hier, Muscheln. Cool. Nochmal eine Muschel. Zack. Und den Rest behalten wir. Ich glaube, der Rest ist irgendwie nützlich. Ja, cool. Was können wir denn jetzt bei dir noch kaufen? Kiefernzapfen. Okay. Er ist neu. Okay, okay, okay. Prima. Fein. Danke. Ja. Puhu. Schön, schön, schön. Ja, könnten wieder angeln, aber wir haben ja keine Energie mehr. Also das Energiemanagement hier in dem Spiel ist echt heftig. Ich hoffe, da ändert sich noch was dran. Also, dass wir da noch Sachen freischalten, die uns da ein bisschen mehr helfen. Oder dass wir mal irgendwann ganz viel Geld haben. Durch, was weiß ich, Anpflanzungen und so. Und Gemüse und Kram, dass wir dann... uns auch mehr zu essen kaufen können. Vielleicht sollte ich wirklich auch beim Bäcker ab und zu mal was einkaufen und nicht nur mein eigenes gesammeltes Zeug verbrauchen. Ich glaube, der andere Kram ist vielleicht dann doch ein bisschen besser. Oh, guck mal, da liegt ein Holzstück rum. Ja, und das war es dann auch schon wieder, ne? Müssen wir noch irgendwas machen? Ach ja, doch, wir müssen dem Wahrsager sagen, dass wir den Schreibtisch gemacht haben. Ja, dann gehen wir doch da mal kurz hin. In der Hoffnung, dass er auch schon da ist. Hatte ich jetzt wieder ganz aus dem Auge verloren. Ja, dann gehen wir da mal schnell hin. Können wir heute auch nochmal hier mit den ganzen Leuten quatschen? Es ist ja gar keiner da. Na gut. Wollen wir hier ein bisschen was einsammeln? Nee, im Moment packe ich da nichts rein. Meine Magie ist ja voll. Oh, sieht so schön aus. Also, ich muss wirklich sagen, die haben sich hier wirklich Mühe gegeben. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das eben gesehen? Guckt mal, die fliegen hier wirklich auf Besen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Haha, geil. Oh Mann, ey. Das wird ja immer besser hier. Alles klar. Ich glaube, wir sind jetzt alle schwierigen Stellen durchgegangen. Das hier wird dir erklären, was du noch brauchst. Okay. Sobald du alles hast, kannst du sie an deinem neuen Tisch verfassen. Okay. Eigentlich ist das keine Zauberformel. Das ist nur ein Stück Papier mit Hokuspokus drauf. Wo liegt da der Unterschied? Naja, wenn du es zu Hause auf frisch gepresstes Papier schreibst und das Opfer, die Distel, in der anderen Hand hältst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Während des Schreibens musst du dich auf jedes Wort konzentrieren. Du weißt, ob es klappt, wenn am Ende das Opfer verschwunden ist und du spürst, dass etwas deiner Magie erschöpft wurde. Erst dann ist deine erstellte Seite eine Zauberformel. Okay. Wenn sie fertig ist, solltest du sie zur Hohepriesterin bringen. Was macht diese Zauberformel? Darüber musst du mit wem anders reden. Okay, cool. Eine Zauberformel für den Initiationsritus. Ja, supi. Oh, wir kommen immer weiter voran, Mensch. Kannst du wirklich in die Zukunft blicken? Ja, ich weiß zum Beispiel, dass du gleich noch eine dumme Frage stellst. Ich, vergiss es.
liebe ihn. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so langsam wird es auch schon wieder Zeit. Ey, gut, aber wir quatschen hier auch nochmal mit den Leuten, bevor wir diesmal wieder ins Bett gehen. Versuch keine Arme oder Beine zu verlieren, wenn du neue Zaubersprüche ausprobierst. Sonst könnte man unserer Geheimgesellschaft auf die Schliche kommen, okay? Das sagt die Hohepriesterin. Du hast es vielleicht schon geahnt, dass deine Oma nicht daran glaubt, unsere Identität geheim zu halten. Es ist ein nobles Vorhaben, aber ich habe beschlossen, dass es nicht umsetzbar ist. Ja. Oh, Mann. So, Omi, was sagst du? Eigentlich habe ich ja nichts gegen Regeln, aber du solltest dich von den Menhiren fernhalten. Dafür bist du noch nicht bereit. Was? Menhiren? Okay, was auch immer das ist. Deine Oma hieß es nie gut, Masken außerhalb der Rituale zu tragen. Sie war nicht gerade ein Mauerblümchen. Das bist du wohl auch nicht, was? Nö, ich bin auch kein Mauerblümchen. Hoffe ich mal. Hast du in letzter Zeit irgendwelche guten Zauberformeln gewirkt? Noch nicht. Nein. Kommt noch, kommt noch. Puh, ich auch nicht. Ich bin nicht besonders gut darin, aber in Tränken bin ich der Wahnsinn. Okay. Aha. Na, fein. Gut, so, jetzt haben wir auch mal mit jedem gequatscht. Wir haben unser Zeug geholt, wir haben die Aufgabe erledigt. Das heißt, wir können wieder nach Hause rennen. Und mal schauen, dass wir dann diese Folge und diese Aufnahmerunde beenden. Und ich mich dann nochmal hinlege. Und ich freue mich unglaublich auf den nächsten Tag hier, wenn wir dann endlich hoffentlich die Mine haben und dann wieder neue Sachen machen können. Ah, da bin ich schon mega neugierig drauf. Ja. Ich hoffe, ihr seid da auch ein bisschen neugierig. Aber ja, mal gucken. So, lauf mal. Wo renne ich mal wieder hin? Gegen Steine rennen ist nicht so sinnvoll. Das bringt's nicht. So, unser Ding ist ja eh schon wieder all und ja. Okay, ich würde sagen, ja, meine Zeit ist eh um. Dann lege ich mich jetzt hier ins Bett. Jo, wir sind müde, haben eh keine Energie mehr. Bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Ne? Wenn jetzt nicht irgendwie noch eine Szene oder was kommt. Man weiß ja hier nie. Oh, gähn und streck und reck. Und es regnet. Und es passiert nichts. Gut, okay, alles klar. Das heißt, ich kann mich verabschieden. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.